Leif Avuna, aus der Gemeinde Kiel und aus der Umgegend, Leif interessiert alle Gäste um Projekt Elmen. Leif alle Guten da draußen, die der Reis guckt über Elmen.lu, SNHBM.lu und auch über Kielen.lu. Das schön, dass ihr dabei seid, dass ihr für zwei, dass wir eine Informationsversammlung für Elmen machen können, wo ein Ritsch in die Täten auf den Marché kommen. Das möchte ich ganz hoffentlich, wir sind ganz froh darüber. Orlo können wir heute Abend keine Großbürgerversammlung machen, dafür sind wir online bei euch aus dem Kirchner Musiksaal heraus präsent. Für den knappen Jahr wären es 59 Logementer, die wir euch präsentiert haben. Heute sind es da 55, 40 Maisons unifamilial, also Einzelhäuser und 15 Appartementer. Das ist sicher ein gutes Zeichen, dass es 4 Uhr geht, Obelmen, den letzten Lot, den rausgegangen ist, also global zu 100% fort, an zu 2/3 Assen und Leitgang, die prioritär sind, wird also so entweder aus den Gemengen Kirch oder Kirchen. Wichtig ist es, und ich betone das immer im Obenheit, und ich betone doch gern, wichtig ist es als Gemenge verantwortlich, dass wir als Leid, und auch zum nächsten Jungleid, bei uns wohnen behalten. Das ist Jung, für allem sie, sind den Garant von Liebchen an engagierten Gemengen. Damit die nächste Generation, die lo an die Leben rausguckt, an die bei uns, obwohl sie nicht können bei uns behalten, dann haben wir ein riesiges Problem. Der Projekt Elmen, wo sich den 375 Häuser und 375 Appartementen vorgesehen, möchte doch gut Fortschritte an der Konstruktion, das tut ihr schon vielleicht gesehen, weil ihr hier lernt wird und die Häuser werden nicht geschafft, die ich mir so den Stindo, der ist Parkhaus, also gut fertig, der Rehbau von der Maison Portus auch. Und da schreiben wir für die Schule Siegemeer, und wir hoffen so sehr, wie möglich nach vier Projekt kollektiv das Sommer können wir mit dem Terrassenländer unzufangen. Du könnt ein kurz Schulter hin, mit Maison Relais, auf einem kleineren Platz könnt ein Sportzahl matt bis hin, so was es viel gesehen, und jetzt vergessen auch den Supermarsch. Alles an allem, ein ganz lebendiges Karte, auch das, was es der Planer wichtig gewesen ist, zu betonen, den urbanistisch auch den neuesten Aufforderungen gerecht wird. Mehr Explikationen dienen wir gleich mit den Responsablen von der SNHBM, beim Direktor Guy Entlinger und seiner ganzen Equipe, die auch heute noch frei zu kriegen ist. Und dann dienen wir auch einfach noch eher Frauen, die passt einfach noch, werden wir entweder sehen. Ihr könnt eher Frauen notieren, an über Kirchen.lu kommt ihr auf den Chat, wo ihr eher Frauen könnt ranrechen, dann von den Frauen gibt es dann nur den Guy Entlinger, nur den direkten Sänger Präsentation. Das wäre für mich ein Intro. Ich bin froh, dass da noch dabei seid. Ein bisschen. Merci, Herr Bouljemischter. Merci, der Gemeinde Kirchen für die Organisation von dieser Science davor. Wir feiern euch das Projekt 4 an all seinen Details. Auch das, wie gesagt, die zweite Science der Formation. Wir gehen davon aus, dass die nächste am Nacht von Jahr 22 wird sind. Einmal pro Jahr wird sinnvoll, euch zu informieren über die Evolution von sich. Wenn ihr proprietär gehen, und wollt ihr eine abordable Wohnung kriegen, dann seid ihr vielleicht zu allem richtig. Zu allem soll es ewig gebot sein, dass ihr wollt Lebensqualität genießen, am Haus, am Straßenraum und an der Grünfläche rundherum. Seid ihr bereit für einen anderen Urbanismus? Dann denke mal, dass wir ein Flott Opfer an diesem Essener Sperrenprojekt anbieten. Das ist ein Sperma, also Promoteur Sozial, seit ungefähr 100 Jahren. Wir bauen quer durch das Land und als ewiges Gebot, als durch ein qualitativ gut Wohnen können umzugehen. Wir haben die letzten Jahre als viel Medien für Mäd zu bauen. Die letzten Jahre hat uns leider ein bisschen gebremst an der Evolution von unseren Chantien. Wir haben als Ziel, dieses Jahr über 300 Wohnungen zu machen, und wir hoffen können, an der Richtung nur, wenn wir noch weiterzuführen. Als Opfer ist ganz klar, dass wir Häuser anbieten, die fertig sind. Sie sollen komplett fertig gebaut sein, mit Ausnahme von Bann und Lustrach und natürlich der Küche. Ziel sollte es sein, kostengünstig zu sein, so gut es möglich ist, trotz der Preise, die ja permanent der Hostie noch von den Materialien, gerade auch im Moment von der Corona-Krise. Als Verkaufspreise haben alle guten Elemente dran, die ihr normalerweise kennt, wie für alle auch Dallanturen. Der Tisch der Garten wird flach gemacht und rot als Matt abgegriffen.
sämtliche Rekorden, auch für Post und so weiter, sie bei dieser Preis dran. Also das ist ganz wichtig, dass der Wohnung könnt immer personalisieren und dass da im Umfang von der Wohnung geschaut, wie gesagt, also die Wohnung affektiert kriegt und dass da du noch könnt persönliche Schwamm machen, ich komme am Lach von der Präsentation, ob er möglich geht, den Druck zurück. Die erste Frage war, wenn der interessiert sieht, sind er überhaupt eligibel? Die Generalkonditionen von unserer SPM sind vier, dass 60% von unseren Klienten einen städtischen Bauprimus kriegen. Aber für allem gehen die Wohnungen immer mit einem Amphitheus verkauft. Das heißt, dass unser SPM als Proprietär vom Terrain. Wir bleiben dort immer. Mit dir könnt ihr Haus kaufen, als Proprietär vom Haus an einer Art Lokatär vom Terrain. Das nach Sperm hat während den 99 Jahren immer ein Rückkaufsrecht. Das heißt, wenn das Haus nicht mehr wollt, für welchen Grund auch immer, wo mir die Möglichkeit, die Wohnung zurückzukaufen, auch das wird mir später in der Präsentation ganz im Detail erklärt. Wichtig für das nach Sperm ist, dass die Wohnung nie nicht benutzt ist, sie darf also nicht über Jahre eitel stehen. Eine Lokation ist selbstverständlich auch verboten, das heißt, ihr kauft eine Wohnung bei einer Sperm, nicht als Investisseur, sondern als einen, den eine Wohnung will, reell benutzen. Die Standardkriterien von unseren Sperren sind, wie gesagt, vier, dass 60% von unseren Klienten einen staatlichen Bauprimus kriegen. Die darf nicht proprietär sein von einer Wohnung, respektiv, wenn der schon proprietär hat, sieht, muss sich engagieren, die Wohnung zu verkaufen, bis spätestens 3 Monate um Aménagement an die neue Wohnung. Und dann gibt es auch Plafond de Revenu. Das heißt, ihr seht hier auf dem Tableau die maximalen Revenu, die da maximal Revenu imposable, die da dürft an der Moyenne von den letzten 3 Jahren verdingen, für das dafür als Gesellschaft eligibel sind. Und die Monten sind aber vielleicht mehr hoch, wie die Stadt gedürt hat. Das heißt, wir bieten eine breiter Mittelschicht Möglichkeit, um bei uns zu kaufen. Ganz wichtig ist doch, dass die Wohnungen, die wir verkaufen, effizient benutzt gehen. Das heißt, das ist ein wichtiges Kriterium, was Leute mehr können aktuell haben, was sie echt an der Genuss werden kommen von der Wohnung. Und das ist auch nicht Ziel, dass man einem Zölibatär, einer Person soll, ein Haus verkaufen. Und dafür sind eben durch die Limiten 3 Kummer maximal für Zölibatär und soll wenigstens ein Koppel sein, für können ein Haus zu kaufen. Dann zu den Kriterien, es gibt ein Punktesystem, das wir für uns 2 Jahre angefordert haben, das genau definiert, wie das funktioniert. Hier ist der Graf von Überblick, es gibt von allem prioritär Leute und es gibt nicht prioritär Leute. Und die kommen auf den Sliden handeln drin. Jederin, den interessiert das, muss ein komplettes Dossier aufgehen, bis spätestens der 14. Mai des Jahres um 17 Uhr. Das ist ganz wichtig, dass da im Internet die Fisch ausfällt auf dem Link, den er sieht. Da muss er da rausdrücken und schreiben, an online rauschicken. Und das ist ganz wichtig, dass er ein Dossier komplett ist, weil ein nicht komplettes Dossier wird von uns refusiert. Wenn ihr ein Dossier komplett ist, ein Dossier ist komplett, wenn ihr all die toten Pjäsen dran hört. Du siehst da, dass es für die Leute, die prioritär sind, die müssen noch ein Zertifikat ragen, was bestätigt den Lien mit der Gemeinde. Respektive, wenn ihr nicht prioritär ist, brauche ich kein Dokument, das Dokument Nummer 6. Alle anderen Dokumente sind obligatorisch. Was die Präbankier angeht, wäre es sinnvoll, eine Idee zu haben, dass die Bank ihr Logement kann finanzieren kann. Das ist aber kein obligatorisches Dokument. Wie sieht man da noch Klienten raus? Ich habe gesagt, es gibt prioritäre Klienten und nicht prioritär. Die Gemeinde Kirlen hat eine ganz wichtige Rolle an diesem Projekt gespielt und die Gemeinde Kirsch hat auch eine wichtige Rolle gespielt, für das man Dorfwasser und Schmutzwasser fortkriegen. Dafür sind Leute, die Lien haben, mit einem von den 2 Gemeinden gehen prioritär behandelt. Das ist prioritär, wenn ihr selber da wohnt, freier da gewohnt wird. Oder wenn ihr an einem von den 2 Gemeinden schafft, respektive wenn ihr Älteren hört oder kann er, die an einem von den 2 Gemeinden schaffen. Dann gibt es das Punktesystem, das genau definiert pro Jahr, pro Partner, wer auch immer, wie viele Punkte ihr kriegt. Aber wenn danach sollten nämlich viele Punkte sind, dann gilt das 2. Kriterium, wen dann
eine mehrheich primde Konstruktion kriegt, könnt vier, aber wenn dann auch nach einer Egalität soll du sie, was man in der ersten Phase nicht hatten, dann gucken wir, wie Leute angeschrieben sind, ob sie löschen. Wenn die Leute nicht prioritär sind, das heißt, wenn sie gut gelernt mit der Gemeinde Kirchen erkennen, als den ersten Schritt der primde Konstruktion. Was Leute mit einer heisch primde Konstruktion kriegen, den nächsten als vier, und dann haben wir mit Tranchen, wo wir probieren, eine gute Mixität daran zu kriegen. Das heißt, das ist nicht immer der Kriterium von der höchsten Bauprim, mit das der Schwach wieder ein Dofironisch gesieht, den erklärt, wie wir vorgehen. Wer doch do Egalitäten zwischen den Primen, da gucken wir, wie lange die Leute angeschrieben sind bei uns auf den Löschen. Bislang haben wir noch keine anderen Informationen gebraucht, für all die Leute, die 400 Dossier, die wir in der ersten Phase hatten, zu trennen, mit den Kriterien, die wir das perfekte Mal hinkriegen. Hier ist ein Beispiel, wo ihr könnt ihr rot durchlesen, wie das funktioniert. Wichtig ist erstmal zu sagen, dass die Kriterien absolut transparent sind, 100% klar, wer die mir lang lernen mit einer Gemeinde hat, wer die mehr Punkte kriegt. Und das, wenn ich Beispiele hole von Leuten, die lernen mit Kirchen haben, fangen wir bei denen an, die am meisten Kanner haben, das heißt zwei Kanner oder mehr, mit einem Lehrer zu der Gemeinde als erste Kategorie. Dann kommen Familien mit einem Kant bei den Prioritären und dann kommen Koppeln ohne Kanner und so weiter. All die Leute, die ein Lehrer haben mit Kirchen, die für dich geholt, das heißt auch ein Koppel von Kirchen ohne Kanner, geht geholt für eine Koppel von einer fremden Gemeinde mit zwei oder drei Kanner. Das ist eben besonders, weil die Gemeinde und noch ganz viele Millionen auf den Tisch legt, für das Projekt zu realisieren und die öffentlichen Infrastrukturen auf Platz zu setzen. Genau, Kirchen und Kirche selbstverständlich. Mit Kirchen geht investiert mehr an das Projekt. Ein wichtiger Punkt ist der Droit d'Orphidéus. Das ist nach Spermas, wie gesagt, proprietär vom Terrain. Und wir verlohnen jetzt den Terra über 90 Jahre. Die musst ein Loyer bezahlen pro Jahr, das sind die Monten, die ihr auch sind, auf Funktion, dass ihr ein Appartement oder ein Haus kauft, und die Monten evaluieren auch auf Funktion vom Index. Was geschieht nach 90 Jahre? Nach 90 Jahren hat die Gesellschaft das nach Sperm des Schwach, für zum Beispiel 10 oder 20 oder 30 Jahre zu verlängern, oder wir decidieren, dass wir die Wohnung wollen zurückkaufen und da bezahlen wir die Valeur vom Großöffre Fermé. Großöffre Fermé ist der Rehbau, den Dach, die Fassaden und Fenstern, wie viel das wäre das an 90 Jahren. Das heißt, ihr kriegt eine Summe X zurück. Das ist natürlich manchmal wieder Haut bezahlt, aber das ist wie gesagt an 90 Jahren. Aber wichtig ist zu sagen, dass das nach Sperm das decidiert und nicht dir. Kommen wir mal genau zum Elmen. Wir haben das ausgerufen als ein neues Dorf. Das ist ein Dorf am Dorf zu allem. Das ist schon ein größer Dorf. Elmen liegt, wie gesagt, an der Gemeinde Kirchen. Und hier ist der größte Masterplan vom gesamten Projekt. Wir schwätzen von 27 Hektar. Wir schwätzen von drei Phasen, die da hier sind. Und wir schwätzen davon, dass wir mit der größten Phase aufhängen, das ist Phase Nummer 1, was ungefähr tauschend vom gesamten Dorf her noch durchstellt. Elmen ist nachhaltig gedürt. Es soll nicht ein normales Lotissement sein, wie früher, mit breiten Straßen, großen Terrain, wenig Unitäten. Wir haben andere Kriterien aberlöst, die als ganz wichtig wären. Es geht um mit der Gestion vom Boden. Alte Deponien sind immer mehr voll zu Lützeburg. Und es wäre für uns essentiell, dass wir so man wie möglich Bauschutt fortfahren. Und es wird ja nur ein Plan gesehen, wo da just gesehen werden, Gebäude und Terrassement tun, wo ein Keller drin ist. All die anderen Gebäude, Häuser, Residenzen und die Familienhäuser haben kein Zusoll und es wird kein Terrain, kein Boden müsste fortgeführt gehen. Dann ist es doch ganz wichtig, mit der Gestion der Lage gewischt, ob Wasser, Trinkwasser überflächig fortzukriegen, ob viele Grünflächen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir haben zentralisiert Parkhäuser, nicht weil es den Auto besonders wichtig war, sondern weil es der Straßenraum besonders wichtig war und die Lebensqualität an dem Straßenraum, um das Auto dezidiert, wasch an zentralen Parkhäuser zu setzen. Auf diesem Slide sieht ihr,
der große Fleck, als wo zukünftig die Schule hier kommt. Und dann hat sie noch zwei öffentliche Gebäude, ein Supermarché und eine Maison pour tous, die sie Stunden nachweisen. Das sind die ähnlichen Gebäude, die man zu soll, als sonst kein Käse soll für die anderen Unitäten. Hier ist ein Plan mit vielen Retentionsbecken. Und ich werde auch gerade über das Sitz gefahren, die kann ich schon gut gesehen. Wo Trewasser wird zusammenlaufen, geht ein aufgebremst, ein großer Niederschlag, ihre dann noch später an den Bach läuft. Über 40%, ich meine, bald 45% sind hier noch öffentliche Flächen, die werden nun gemeint gehen, aufgetreten gehen. Und da ist es auch wichtig gewesen, dass der Übergang zu den Grenzzonen flott aménagiert wird gehen und dass ihr da könnt gut Zeit verbringen. An Heike sieht er über das gesamte Projekt 8 zentralisiert Parkhäuser. Ein Parkhaus hat von knapp 200 oder 180 bis 250 Autosparkplätzen, auch bei Motorradsparkplätzen. Und das sind die zentralen Plätze, wo die Autos sind, wo die immer hingehen müssen. Mir noch besser wäre, die gegen den öffentlichen Transport gebrauchen. Es könnte eine zusätzliche Linie, die zu allem fortführt für den Staat, sodass man den Anwohnern so einfach wie möglich machen für den Auto stehen zu lassen. Es ist auch angedeutet, dass am zentralen Parkhaus Idee für Carsharing umgesetzt ging. Das heißt, ihr müsst nicht selber drei Autos haben, wir waren denke punktuell für einen 18-jährigen Jungen ein drittes Auto braucht, da sollen Facilitäten da sein, wo ihr so ein Auto könnt kurzfristig ausleihen können. Ihr seht da verschiedene von den Grundideen, dass es wichtig gewesen, dass Mobilität durchgesetzt wird, die Velo zu Fuß gehen. Und wir probieren alles zu machen, dass Leute ein Auto so man wie möglich gebrauchen. Es ist auch ganz wichtig gewesen, dass Leute Plätze haben, wo sie sich können treffen. Nicht nur mit Haut für Kaffee und Zusehen, also es ist immer wichtig, auch mal mit dem Nachbar können zu schwätzen. Es könnte ein großer zentraler Platz ob an der Mitte vom Dorf und kommen aber auch verschiedene Hierarchien von Plätzen an der Quartier, wo die Leute sich treffen können. Und so den Nachbar besser kennenlernen und verstehen, und was eigentlich zum Zusammenleben dazugehört. Wir hoffen, es wäre ein idealer Kader für zu wohnen. Wir werden ungefähr 375 Häuser bauen, 375 Appartemente, was später kennt für 2000 Anwohner der Fall sein. Hier ist ein gesamter Masterplan über die drei Dörfer. Dann die paar zentralen Gebäude will ich mir vorstellen, weil es ganz wichtig ist, dass es ein Projekt mixt ist. Es ist viel Logement, mit was es ganz wichtig auch andere Funktionen wie Logement an der Karte heranzukriegen. Wir fangen nun mit einem Bâtiment-Mix, das ungefähr so wird ausgesehen. Am Rez-de-Chaussee könnte ein Supermarché. Oben drüber, am meisten Stock, kommen verschiedene Bürosflächen. Und nach oben drüber könnte Stock mit WG'en, wo insgesamt 12 Zimmer werden dran kommen, an 2 Wohnungen abgedeht, wo die Leute Gemeinschaftsräume für zu essen. Und das bringt eine andere Wohnform an den Quartier. So WG kommen übrigens auch noch eine zweite Gebäude, sodass man neben normalen Häusern, normalen Appartementen eben noch so WG-Strukturen können bieten. Dann ist es genauso wichtig, dass die Gemeinde baut eine ganz große Schule auf der Seite, das heißt, die Kinder, die dort wohnen, werden die Chance haben, ganz nah zu Fuß zu können an die Schule gehen. Und dann werden wir auch als erstes nach Spermsimmer am Gang einen Crash zu bauen, wo dann auch die Kleinkinder können versorgt gehen und am Quartier bleiben. Dann zu einem liebischen Quartier gehört eine Maison pour tous. Die Maison pour tous wird ungefähr so ausgesehen, du könnt auf der Rez-de-Chaussee eine Brasserie, wo oben drüber baut gemeint Saal für die Musik, wo verschiedene Musikskuren können errichtet gehen. Die HMC als Nachbar vom SIT, er wird einen Raum kriegen, wo sie eine Theatergruppe haben, den du dann an der Woche immer kann trainieren. Und das ist ein Raum an dem Gebäude, wo die Leute können lohnen, wenn sie einen Geburtstag feiern. Und sie Platz am Haus nicht tun, können sie den Raum an der Maison pour tous bei der Gemeinde gelohnt kriegen, für du eine richtige Party zu machen. Natürlich, im Moment darf man nicht vergessen, immer Zeit daheim zu sein. Ein wichtiger Punkt ist die Parking zentralisiert. Hier ist ein Bild, wie aus dem Konkurs ein Viergänger ist, wie so ein Parking kann ausgesehen. Es könnte auch ein Klotterwand dahin. Hier ist ein View von den kleinen Kartesplätzen. Hier ist schon ein Parking am Bau oder praktisch fertig. Auf der linken Seite sieht ihr, wie so ein Fassade kann ausgesehen. Und ihr seht auch, dass die Straße relativ eng ist zu den Familienhäusern.
Und das ist ganz bewusst so gemein. Das heißt, ihr könnt mit dem Auto bei ihr Haus für ein Auflöden, aber wenn ihr da steht, könnt kein anderer mehr lernen. Weil die Straße ist da für die Kinder, für die Leute und nicht für die Autos. Aber ihr könnt natürlich bei ihr Haus fahren und dafür seht ihr die kleinen Schmulstraßen und dann geht ihr den Auto an den Parking parken. Hier sind andere Parking, das geht alles, drei Parkinge kriegen eine ähnliche Fassadeform, wo eigentlich just durch die Farben Unterschiede gemacht werden, dass die sich auch drin erkennen, an welchem Teil vom Quartier, der ihre Kollegen soll sehen, sollen sie bei euch kommen. Wir haben an der ersten Phase an den letzten Jahren 9 Maison-Témoin gebaut. Ihr seht die verschiedenen Farben, das sind die verschiedenen E-Familienhaustypen, die wir schon abgerichtet haben. Der Bild von denen Häuser ist, dass ihr könnt real gucken könnt, was ihr wollt kaufen. Die Häuser sind alle gut fertig, aber wenn ihr die Chance kriegt, euch für ein Projekt zu interessieren, boah, wir gingen noch vielleicht ein paar Tage Wert machen, wenn Corona ein Gelage ist, aber in attendant könnt ihr leider nicht mehr gucken gehen, wenn ihr drin seid, wenn ihr eine Tür drin ist, aber da könnt ihr die Häuser real gucken gehen und genau wissen, was ihr kauft. Erst nach Bild von vier der Realisation, wir haben gehen nicht, wie gesagt, auch schon Fotos, die haben Druck kommen. Wir bauen noch Residenzen, wir haben 4 verschiedene Typen von Residenzen mit 3 bis 8 Unitäten, 3, 5, 6 oder 8 Unitäten sind relativ kleine Residenzen, sodass das Ganze auch wirklich dürflich, menschlich, ein Quartier geht, hier zu allem, wo noch gut werden passen. Ich habe schon ein paar von Nachhaltigkeit geschwärt. Und wir haben noch bei den Baumaterialien natürlich auf Nachhaltigkeit geguckt. So als Isolationsmaterial aus Stehwoll. Und dann geht die Pompe à Chaleur, als da der weiß, wie wir hützen. Die Pompe à Chaleur, das ist eine Wärmepumpe, die produziert hützt. Die möchte ich warm Wasser warm. Und die bringt auch, die heizt auch, geht auch damit geheizt, sodass das wird gut funktionieren. Ganz wichtig ist auch, wir sind von den Vierreiter, die Häuser am Lenos werden bauen. Das ist der letzte Bau, ein Nachhaltigkeitszertifikat. Und das bringt doch verschiedene Primen, die die Leute zusätzlich können, noch kriegen, was dann den Preis hoffentlich ein bisschen hochträgt. Und da sieht auch, dass überall Photovoltaik auf den Dirsch von den Familienhäusern liegt. Kommen wir zur Konstruktion und zu der Wand vom zentralen Dorf. Hier sieht das fast eins. Dann gehen wir Richtung Osten, Richtung Kreuzweh und Phase 2. Der Bürgermeister hat auch da erwähnt, dass der Ort gemein nach den Terrain kriegt, wo ein Schwamm mit einer Turnhalle nach Wert kommen. Und das tut dann, dass die erste Phase, die an der Konstruktion ist, en gros. Der größte Teil ist die Schule. Da wird gemein am Laufe des Jahres 2021 mit dem Bau auch aufhängen. Und dann sieht er hier verschiedene Fotos, die eigentlich impressionant sind vom Sitz. Leider könnt ihr nicht auf das Sitz gucken gehen, das Sitz ist zu. Aber auf höhere Mesur, wie das Chantier weitergeht, gehen Dele ab und da kann auch das Publikum auch die Häuser gucken gehen. Hier ist eine Übersicht, die ganz aktuell ist, wo man auch der Gemeinde Kirle Merci so und immer die genialen Fotos machen, wo ihr ganz gut die Evolution vom Chantier über Zeit gesagt. Dann könnt die dritte Phase, die erste teilweise schon am Bau, Parkhaus 2 und 3 sind am Bau. Und noch die Gruppe von denen Häuser an der Gela-Phase sind schon am Bau. Und dann kommen die anderen Phasen, Hanne lascht, Hanne drun. Das ist ungefähr angedeutet, dass wir knapp 200 Wohnungen Ende vom Jahr werden am Bau haben, weil nicht den Wohnungen, die wir letztes Jahr an das Jahr an den Verkauf gehen, haben wir auch schon eine Reihe Lokationswohnungen an Angriff geholt, sodass wir an 21, wie gesagt, knapp 200 Wohnungen an knapp tauschend vom mittelsten Dorf am Bau holen. Hier sieht die Abteilung, wo er zu Hause ist und wo er ein Auto steht. Das heißt, ihr seht genau, wir gucken, die Leute abzudehlen, für so nur wie möglich beim Parkhaus zu sein. Und das gibt eine klare Attribution und Funktion, wo er zu Hause ist, wo er ein Auto dann noch wird stehen. Wir gucken zurück auf die Phase 1. So, wie der Bürgermeister gesagt hat, haben wir 27 Appartemente und 27 Familienhäuser verkauft. Die sind alle gut fort. Statistik von der ersten Phase. Wir hatten knapp 400 Demanden. Davon waren 60 Leute, die eine Priorität, wie gesagt, ein Lehr mit Kirchen oder Kirche hatten.
Knapp 300 Leute waren nicht prioritär, an die gesehen, dass auch eine Reihe Dossier nicht komplett waren, an die konnte nicht berücksichtigt gesehen. Mehr wie tauschend von den prioritären Dossiers haben auch noch Kauf. Es kann auch sein, dass verschiedene prioritäre Leute nicht wollten kaufen, gesagt haben, ich werde nur einen später fassen, oder es geht so gut, vielleicht einfach den finanziellen Kredit nicht. Aber die gesehen, dass über tauschend, also über 30 Unitäten sind nur prioritäre Leute gegangen, und die Rest war dann eben nicht prioritär. Das ist wichtig dafür zu sagen, ich erwarte mal Männer, Leute, die nur prioritärwerte sind, weil die an der ersten Phase nur zerwehrt gehen. Probiert, geht ein Dossier auf, lasst euch nicht aufschrecken von der Zahl von Dossiern, die Leschke da waren. Vielleicht hat er eine Kante dabei gekriegt, vielleicht hat er ein Jahr für Priorität gekriegt oder auch nicht. Geht auf alle Fälle ein Dossier auf, weil sonst hat er sicher keine Chance, für können eine Wohnung zu kaufen. Die zweite Phase, die ihr könnt. Das ist so, dass wir 15 Appartemente auf 40 Häuser aktuell vier gesehen haben. Das kann aber sein, dass Ende des Jahres nach Wohnungen dabei kommen. An all die Leute, die nur ein Dossier ragen, die Dossier als valabel bis 2. Semester 22. So hat man doch bei der ersten Phase gemacht, wir hatten ein paar Wohnungen schon an den Druck gehangen. Wir schmecken, dass es richtig ist, einmal pro Jahr, dass wir die Dossier einfach aktualisieren. Wir wollen nicht nicht nerven, für das alle Jahre ein Dossier ragen. Wir wollen eben respektieren, dass Dunien ändern, Revenue ändern, Kannersituationen ändern. Und dafür fanden wir es übrigens, dass wir einmal pro Jahr die Löscht aktualisieren. Dafür die muss alle guten Nachrichten ein Dossier rangehen. Die Dossier vom letzten Jahr sind nicht mehr valabel. Aber wenn das rangeht, wie gesagt, kann auch sein, dass man vielleicht, wenn wir Wohnungen am Dezember zusätzlich an die Wand gehen, dass man dann und die Leute ausschreiben, die dann auf der Löscht sind. Dafür macht ein Dossier, macht den Erfolg. Ich weiß nicht, wie viele Piassen, aber das ist der einzige Weg, wie der könnt und ein Wohnung bei uns kommen. An der ersten Phase, wenn wir das hier ranhören, werden wir 23 Familienhäuser verkaufen, an 9 Appartemente. Und dann ganz kurz drun kommen 17 Familienhäuser an 6 weitere Appartemente. Und da sieht man im Plan genau, wo sie drin sind. Da kommen wir die Appartemente, die an den Verkauf kommen. Das ist eine Residenz von 6 Unitäten und eine Residenz von 3 Unitäten. Es sind verschiedene Modelle, die Pläne sind dann im Detail auf unserem Site disponibel. Ich will an dieser Präsentation nicht alle Pläne im Detail dran. Aber ich meine, ihr könnt das dann auch gucken. Es geht darum, dass ihr die großen Prinzipien versteht und dass ihr alle Erfrohe könnt beantwortet kriegen. Zwei Beispiele von E-Familienhäusern, die werden kommen. Das heißt zum Beispiel Tipp Nummer 8. Da das ein Haus mit 3 Schlafkummern. Es war wichtig, dass man nicht nur Häuser mit 4 Schlafkummern bauen. Mit verschiedenen haben noch, wie den heutigen Tipp, 3 Kummern. Den hast du knapp unter 130 Meter Karre. Dann hat ein open Kitchen zum Living, ein Salle de Bain und auch ein Salle de Dusche. Wie du hier im Bild durchgestellt hast, Garten heißen aus Holz. Das tun wir leider mit den anderen aus Kastengründen, weil das Dach ein ganz großer Kastenpunkt war, für das Garten heißen hier so schön zu bauen. Könnt du als Remplacement in Präfabriqué, Abri de Jardin, dahin, sodass Taus nach immer genau der Name ist, mit Abri de Jardin, muss ich der Transparenz nur so, als nicht mehr wie auf der Foto. Hier sieht ihr den Plan von dem Tipp Nummer 8, wo da wie im Rez-de-Chaussee sieht, die Living mit der offenen Küche, an Uhren als eine Buanderie an einer Keller, separat Toilette ist auch auf Stock. Und dann kommen auf dem Stock oben drüber, Zahl der Bad, Zahl der Dusch, an eben 3 Schlafkummern an diesem Tipp. Den Tipp Nummer 2, der geht an der ersten Phase 6-mal verkauft, den hat knapp 140 Quadratmeter. 4 Schlafkummern, Küchen also halb ab. Und du hast auch ein Kummer, wenn du das im Plan sieht, um Rez-de-Chaussee. Der Tisch der Eltern zum Beispiel könnten, oder vielleicht ein Familienmember, ein Großmama, ein Großpap, könnten im Rez-de-Chaussee wohnen, muss nicht Treppe gehen, und da sind 3 weitere Kummern um ihr Stock. Die neun Maison Témoin sind verschiedene Typologien. 3 Kummern, die große 4 Kummern, das ist auch ein Haus, das eigentlich 2 Unitäten an einem Familienhaus hat. Und auch da gehen wir dann in der ersten Phase, dass nach ein Haus übrig. Der Tisch, das sind praktisch wie ein Appartement an einem Haus, mehr an einem Haus. Du musst eine Familie gehen.
Ihr könnt vielleicht im Internet sieht, gucken, die sieht viel besser zu verstehen, dass sie Großhäuser, dass sie nicht subventioniert Häuser, die sind auch relativ teuer. Mir da das schon eine interessante Wohnform, wo da vielleicht Interesse drin hat. Mir das wichtig zu sagen, es können nicht zwei verschiedene Menagen drauf wohnen, das ist eine Maison unifamilial mit praktisch zwei Unitäten. Heute sieht ihr die anderen Typologien, wie gesagt, Plan am Detail von der Internet sieht, und ich ging euch darauf verweisen, für die genau zu gucken. Dann ist es wichtig, dass ihr Häuser könnt personalisieren. Wir haben dazu ein Video, den ich euch weise, da könnt ihr vielleicht besser verstehen, wie ihr könnt die Schwa, die Personalisation selber machen. Leider war auch kein Ton dabei, das heißt, ich ging euch eigentlich invitieren. Guckt nach einem Internet, sieht den Film Matton, da kriegt ihr ein bisschen erklärt. Das kann ihn so vergleichen, wie wenn es ein Auto kaufen geht. Das heißt, es sind verschiedene Packages, die ihr könnt rauswählen. An den einzelnen Packages könnt ihr ihre Bodenbelag rausziehen, ihre Bandendieren, ihre Sanitär. Aber ihr könnt nicht frei wählen, weil ihr sonst noch alles wählt. Das ist ganz wichtig, das ist wirklich wie beim Auto. Und das Auto hat auch seine Limiten. So war es dann unser Package auch. Das ist wichtig, dass ihr Wohnung könnt personalisieren, mit die hat just die dote Schwan. Für was haben wir das gemacht? Wir wollen, ob der Chantier gucken geht, da verschiedene für was. Wir bauen ein Dorf. Und das ist eine Challenge. Und für das hinzukriegen, muss man limitieren auf die Packages. Wir können nicht jeder einem allmögliche Freiheit gehen. Wir hätten das gerne gemacht. Aber wir müssen eine Gestion davon machen. Und wir haben, wie gesagt, im Moment von mir 200 Wohnungen am Bau. Das ist eine riesen Challenge und dafür habe ich eine ganz flotte Zusammenstellung gemacht auf verschiedene Packages, dass vielseitig sind mehr Möglichkeiten vielleicht wieder mangt. Mir wichtig ist zu sagen, dass der Tote könnt sichern, aber leider kann einer schwer machen. Das genau wie beim Auto. Voilà, ich fuhre weiter mit den Verkaufspreisen. Leider ist das ganz, auch nicht ganz billig. Teiser hatte ich vorhin noch nicht gesagt, sind alle gut in einem Holzbau. Das war auch ein Zeichen von Nachhaltigkeit, dass alles Holzbau sind Häuser und Appartemente sind traditionell am Beton. Ihr seht die affischierten Preise.
Wichtig zu sagen, dass die Preise von den Familienhäusern, die von 507.000 Euro, das sind die Preise, die subventioniert sind. Das heißt, für den Preis zu kriegen, muss ich einen staatlichen Bauprim kriegen, sonst sind Preise schon eine gute Strappe mehr heisch. Das sind die Preise drin, prix non subventionné. Das Ministerium du Logement subventioniert dieses Projekt wirklich de manière substantielle. Es ist ein neuer Charakter von Urbanismus und dafür also auch eine besondere finanzielle Unterstützung vom Ministerium du Logement gibt. Der Gesicht, die Mont dann von der Prim ACE, das heißt, das Kondition, dass ein Prim kriegt, in der Logement. Und das bei einem Familienhaus 128.000 Euro, aber bei einem Appartement 83.000 Euro. Das sind, wie gesagt, substanziell Montan. Verschiedene andere Primen, die eben am Dossier Elme gehen. Die ersten 100 Klienten kriegen von der Sperm eine spezielle Reduktion im Preis. Und die sind bei einem Familienhaus 7.500 Euro, aber bei einem Appartement 6.000. Die suchen Sinn an den Preisen, die der Gesicht schon aufgezogen. Die Primen, die dann noch nicht an den Verkaufspreisen drauf waren, sind die Prim Ökologik. Die muss dafür finanzieren, mit den Kredit am Ende vom Bau. Und du hast notamment bei den Familienhäusern, als der Vermont für 26.000 Euro, der das besonders, weil den Zertifikation Lenos haben durchsteht, gehen die so subventioniert. An die Kredit, wie gesagt, nur dem da angeplant sind. Wie geht lo der Preis geraschen? Da sieht ihr am Detail, wie das funktioniert. Die sieht, der Prix de Vente 17% TVA. All Klienten hat Urrecht auf ein Remboursement von der TVA von 50.000 Euro. All Klienten. Aber das sind just 50.000 Euro und das ist nicht die Differenz von 17% auf 3%. Duno könnt dabei bei den Premier-Akkurieuren die Prim, die dann aufgeht, wenn der Prim Edo Logement kriegt, gehen die 121.000 Euro auf. Da sind ich aber einen Preis von 526.000 Euro. Und dann kriegt er alle Klienten kriegt dann die zusätzliche Reduktion von 26.000 Euro. Das heißt, das schützt den ACE, den aufhängt von ihrer Komposition de Ménage und von ihrem Revenu. Und alle Prime, die einer Prime sind, für jederin. Was der Parking angeht. Wenn da ein Haus, ein Wohnung, ein Appartement bei uns kauft, hat er inklusiv Parkrecht mitkauf. Das heißt, ihr könnt euren Auto an dem Parkhaus, den ihr affektiert habt, parken gehen. Ihr kriegt einen Platz da. Wenn da zwei Autos hat, kriegt ihr zwei Plätze. Wenn da drei Autos hat, kriegt ihr drei Plätze. Die Idee ist natürlich, dass da kein sechs Autos hat, an der Schule ist geschwärzt vom Carsharing, den am zentralen Parkhaus wird vorgesehen sind. Und ihr müsst, wenn ihr ein Auto habt, müsst ihr einmal ein Loyer mensuell bezahlen von um die 45 Euro für die Gesamtkosten vom, also vom Parking, von der Gestion vom Parkhaus zu finanzieren. Habt ihr kein Auto, braucht ihr doch kein MDMDT mensuell zu bezahlen. Das, wie gesagt, nicht mehr auf Funktion von der Unzahl von Autos, muss ihr die ungefähr 45 Euro pro Monat pro Auto bezahlen. Modalität der Rachat. Wenn dir aus irgendeinem Grund die Wohnung nicht mehr wollt, dann wird das nach Sperm, wie ich schon erklärt habe, ein Droit de Rachat, ein Droit de Préemption. Normalerweise exerziert die Gesellschaft dadurch. Und hier ist eben erklärt, wie das funktioniert. Wenn dir zum Beispiel 500.000 Euro bezahlt für ein Haus, dann geht die drei ersten Jahre, bleibt der Preis unchangé, bleibt die nämlich denn. Duno geht in den Bauindex nach oben angepasst und dann geht auch 1% pro Jahr Amortissement aufgezogen. Das ist sicher, dass da immer mehr Suchen rumkriegt, wie da bezahlt wird. Ob man es die 80 ersten Jahre kriegt, ob man es das Geld rum, wie da bezahlt wird. Und das ist ganz wichtig, dass da eine Bank erklärt, die Bank hat nicht das Risiko, dass wir erst mal rumgehen für ein Haus, wie der immer bezahlt wird. Das ist natürlich klar, dass ein Kitchen geht aber amortisiert ab 10 Jahren. Das muss auch eigentlich bei der Bank klar und transparent sein. Wer da für ein Haus selber bezahlt, kriegt er ob manst sicher rum. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Funktion von dem Bauindex. Wenn ein stirbt,
en cours de route, also so, dass solange irgendein, den Lehrer mit der Familie hat, oder ein Héritier erkannt, den anderen Mann, Frau oder wen auch immer, wenn den an die Wohnung wohnen geht, kann er natürlich die Wohnung behalten. Und er muss sie nicht unter seiner Sperm zurückgehen. Als kein Überlebenden da, den Interesse hat, für ein Haus wohnen zu gehen, kauft seiner Sperm die Wohnung zurück zu den Konditionen, die ich für drun da just erklärt habe. Ganz wichtig, dass ich gesagt, wenn Eltern, die letzten Eltern, die stirbt, können Kinder selbstverständlich immer an der Wohnung dranbleiben. Ein Blick auf den Kalender. Wir haben 2018 angefangen mit den nächsten Abendstunden. Letztes Jahr im Juli hat man die erste Phase der Wand lanciert. Heute die zweite Phase. Der ganz wichtige Datum, den da musst verhalten, ist der 14. Mai. Auch genauso wichtig ist, dass es nicht wichtig ist, wenn ich da den Dossier aufgeht. Die muss nicht den Dossier nur aufgehen oder an einer Woche oder der 14. Mai um 5 Uhr. Das spielt keine Rolle, weil da noch gehen jetzt sowieso Punkte. Und es gibt keine Punkte für Schnelligkeit. Das waren die Kriterien von früher, die zählen heute nicht mehr. Wir schätzen heute, dass wir die Wohnungen, die wir nur an den Verkauf gehen, am zweiten Semester 2023 fertig kriegen. Das ist ein ganz provisorischer Kalender. In Corona-Zeit ist es definitiv nicht einfach, um Chantier für die Firmenarbeit zu kriegen, für die Arbeitsstadt zu haben. Das ist problematisch und wir können im Moment die Lehren schwer halten, sodass wir das dort ganz provisorisch mal dran schreiben. Wir haben kein Interesse, dass wir mehr lang brauchen, aber das ist nicht evident um Chantier. Und dann die nächste feste Wand wird ungefähr am Semester 22 sind, das heißt, die Dossier, die da heute rangeht, sie verlabel bis dahin und dann wird mir schnell erfreuen, neue Dossier ranziehen. Wenn ihr noch interessiert seid, habe ich euch erklärt, wer ein Pärchen da alles muss gehen. Guckt da im Internet, seht nur, alle Informationen sind im Internet disponibel. Schickt euch das, ob es nach Sperm, ob die E-Mail-Adresse, die da steht. Die könnt ihr doch an meinem Propre oder mit der Post herangehen. An meinem Propre ist mehr sicher wie mit der Post. Und wie gesagt, den Delay ist 14. Mai. Oder vielleicht, ihr seht ein paar die Leute, die da im Internet noch gucken, oder vielleicht Fragen herangeschickt, wo wir können dazu kommen. Und hat dann da so ein schönes Merci für die Erklärung, die ich konnte geben, auch für ein anderes und diesem hoffentlich flotte Projekt. Wir lesen noch verschiedene Fragen, vier, die da rangeschickt hat, und dann gehen die Standort darauf, so lange wie das. Es sind eine Reihe Fragen, aber auch über den Schwer, in der anderen mal pleite können, eben durch, oder bitten durch Durchsätze, Mauer regeln, vielleicht da noch eine kleine Präzision. Also das, wie ich es vorhin erklärt habe, mit dem Auto, zum Beispiel Mauer können gut nicht geregelt gehen, weder bei den Häusern noch bei den Appartementen. Und dann, also an dem Video, wie du beschrieben, gehen verschiedene Ambiancen, gehen drei verschiedene Ambiancen, und die Leute können just an dem Kader den Schwamm machen. Wir sind uns bewusst, dass wir da ein bisschen mehr limitieren, aber wie ich es erklärt habe, das größte vom Projekt bringt das mit sich. Und ich meine, wenn eine ganz flotte Selektion noch auf Plättischer und Holz, kann ein Holzpark geben, Plättischer, zu verschiedenen Möglichkeiten von den Tieren, von den Stärkern hinkommen. Aber ja, es sind verschiedene Sachen, die sie fix, und die muss da leider erst drin halten, da können wir keine Exzeptionen machen. Okay, dann haben wir auch eine Frage oder frohen Rakrit, ob Changementer sind betreffend Häuser zu der Phase 1. Und dann geht es doch schon mehr an den Detail bei den Häusern, zum Beispiel Brandmelderen, wer alles von Technik mit dran könnt. Also, es sind nicht viele Changementer par rapport zu Phase 1, mit Ausnahme vom Abri de Jardin, der bei der Maison Témoin eben am Holz gebaut ist, an den aber schon an der Phase 1. Auch schon als Präfabriqué-Element kommen. So ist also ein großes Neues changiert par rapport zu den Häusern.
Ich meine, dass mittlerweile sind Feuermelder, die an der Wohnung installiert gehen, weil das ja auch eine Pflicht mittlerweile ist. Weil du hast froh, wie technisch soll man nachgehen. Ich meine, es gibt auch eine Notiz deskriptiv, die man natürlich zur Verfügung stellen wird, denn wo sämtliche Details wirklich bis an die ganzen Details gehen. Ah, okay, das nach Echangement effektiv zu der Maison Témoin. Am Haustyp T03, da hatten wir Panneau Coulissant für 400 Fenster Deichter zu machen. An die Panneau Coulissant haben wir auch Wäsche gelöst. Da könnt ihr einen normalen Store, wo ihr da kann erstellen, wie viel Sonne kann leicht kommen oder nicht. Okay, dann war ich froh eben zu der finanziellen Situation, wenn die sich ging am Lauf von der Instruktion vom Dossier ändern, das wird wahrscheinlich das Datum vom Dossier. Da muss ich wahrscheinlich nicht mehr nachrichten. Und dann auch eng ähnlich froh, nach, ob die Leute können den Standort von ihren Häusern selber raussichern. Zu der finanziellen Situation, also so, die muss nur ein Dossier aufgehen, aber wenn der Chance hat, an Kur de Rout enke am Lotto zu wannen, dann ist das eine Chance, die der hat, und der hat keinen Abfluss mehr über ein Dossier. Hat er natürlich leider das Pech, vielleicht den Arbeitsplatz zu verlieren, denn die ging das nämlich finanziert kriegen, aber dann tritt er ja zurück vom Schwach. Aber wie gesagt, wenn der nächste Jahr mehr verdenkt, dann ist es dem Moment sozusagen egal, dass die aktuelle Situation, die zählt, respektive ideologisch mal guckt, mal an über die letzten 3 Jahre. Die zweite Frage war, Stefan, hier ist. Sorry. Den Schwaff von den Häusern, ob ihn den Standort kann wählen. Das so, ich habe vorhin erklärt, dass es das Punktesystem gibt. Natürlich, das Punktesystem ist so detailliert, so affiniert, dass irgendein mit 2 Kanner oder mehr wird am meisten Punkte haben. Und die Leute können als erst kommen und dann haben sie den Schwaff von den Häusern, die in dem Moment an der Wand sind. Der liebere Schwa. Dann könnt ihr mit den zweitmeisten Punkten, den hört dann der Schwa total minus ein Haus. Und so weiter. Wenn mehr Punkten, wenn ihr da drücken könnt, und dann hört immer der Schwa, was dem Moment nach du hast. Wenn ihr sagt, ich will ein Fass werden, dann könnt ihr vielleicht auch werden, aber da sind noch immer andere Leute, die dazwischen kommen, respektive wenn ihr wollt, bis 23 werden, weil wie ich erklärt habe, wir werden nächstes Jahr eine neue Seance davor machen. Und dann hängt es davon auf, wegen neuen Klienten sich dann vielleicht dazwischen melden. Eine Frage, die war nach oder echt ein Such, durch Kremat vorgestellt, Zölibatär, den eben nicht aus den 2 prioritären Gemengen könnt, hat den überhaupt eine Chance, eine Wohnung zu kriegen? Also per Definition hat jeder eine Chance. Es hängt eben davon auf, wie viele Leute für dich sind. Aber ich meine schon, dass ein Zölibatär auch den nicht prioritär als eine absolute Chance kann haben, für eine Wohnung zu kriegen. Ich weiß ja heute nicht, wie viele Dossier kommen ran. Vielleicht kommen da nämlich 250 ran, vielleicht kommen da 250 ran oder vielleicht kommen da 550 ran. Das wissen wir recht, der 14. Mai, aber wenn da nicht probiert, können da sicher keine Chance haben. Okay, froh eben, ob den nächsten Dossier nach gut, also da bin ich in dem muss raschecken. Ich meine, die hast beantwortet, gehen. Ja, die muss ich in dem neuen raschecken. Der ist klar archiviert, den hat keine Validität mehr. Die erste Seance ist aufgeschlossen, zweite Phase geht dünn, der muss einen neuen, kompletten Dossier rangehen. Und da sind wir eine Reihe froh noch über den Parkhäuser, ob eben die Parkplätze fix attribuiert gehen, die eben lohnt, an eben noch ein weiterer Besuch, wie es da mit den Parkplätzen ist. An der Parkhäuser ist es so, dass der kein fixes Parkplatz hat. Die hat ein fixes Parkhaus, wo der affektiert hat, zum Beispiel Parkhaus Nummer 1, das wird ich gewesen, das wird schon praktisch gebaut ist. Da wirst du euch parken immer an dem Parking. Aber ob dir da im ersten Stock oder im dritten Stock steht, das dezidiert sich all oben, wenn der heimkommt, wie viele freie Plätze da sind. Das ermöglicht nämlich auch eine gewisse Gestion von den Parkingen zu feiern. Nicht alle Autos sind dauernd da und so können wir eine bessere Gestion von den Parkplätzen machen. Also dort kein prädefiniert Parkplatz.
Wenn Invitéen auf Besuch kommen, ist das selbstverständlich möglich. Wir schaffen mit einer deutschen Start-up und einer App, die da könnt, wo ihr könnt ermöglichen, einem, den auf Besuch könnt, ein drohte Parking an einem Parkhaus vier zu bereden. Also die meldet ihr praktisch un. Und da wird Plug automatisch erkannt und da kann den sich temporär an den Parking setzen. Das ist auch so, dass der Zentralparkhaus hinter dem Supermarché sind 117 Parkplätze, die der Gemeinde gehören und das einzige Parking publik ist. Also du kannst ihn immer raguen, du wird Gemeinde, also wir helfen der Gemeinde Gestion von den Parkingen zu machen, die sind öffentlich. Mit soll auch möglich gehen, dass an den einen Parkhäuser ich kann auf Besuch kommen und ich melde dann zum Beispiel mein Kollege und mit der App, mein Papa könnt, meine Mama könnt auf Besuch, das ist absolut möglich. Es gibt keine Parkplätze am Lotissement außerhalb von den Parkhäusern. Das ist ganz klar Priorität also Qualität am Lebensraum und nicht auf den Auto gemacht. Okay, und dann eine Frage, die aber vielleicht schon beantwortet gehen. Also für wen ist Vers 2.4 gesehen, also respektive wen sind Gebäude, Appartemente, Häuser fertig, für Anfang ran zu plündern? Also auch du, das ist eine von den schwersten Fragen, das ist bald so froh, wenn ich nicht geimpft. Wir haben hier dran geschrieben, 2023. Wir hoffen, dass es echt ist. Es kann auch, ja. Das ist eine von den schwierigsten Fragen für euch zu antworten. Aber ich denke, am Jahr 23 sollte das klappen. Ja, ich meine, dann hätten wir die Fragen so weit durch. Wenn da wirklich noch wären, dann wäre es auch Zeit, sie zu stellen am Chat. Da gingen wir sie nach Nuri. Ich meine, da lassen wir noch ein bisschen ab. Kurz. Aber sonst wären nicht zu viel mal alle. Weil da ging ich schon mal merci so für den Interesse in diesem Projekt. Wie gesagt, probiert das Glück. Wenn ihr nicht probiert, könnt ihr nicht Chancen drin zu kommen. Vielleicht könnt ihr noch ein anderes Jahr warten oder bei einem anderen Projekt gucken, durch das Land, wo man sich eine Wohnung anbieten kann. Und noch sonst, wenn ihr später mal nach vorne geht, durch die Internetadresse, stellt euch die Fragen ran, wir probieren zu antworten. Guckt aber auch, holt euch vielleicht ein paar Minuten Zeit, für den Internetseite von elme.lu zu klicken. Ganz viele Informationen stehen da. An der Funktion von den Frauen, die kommen, wird man auch ein bisschen lange einen Delay haben, für zu antworten. Dafür probiert vielleicht im Internet, es steht ganz viele Informationen da. Aber wenn das wirklich nicht fand, ist dann eine E-Mail ranzuschicken. Voilà, merci. An dem Moment, könnten eigentlich froh, Herr Ja, es sind da noch hauptsächlich eben mit dem Parken, wo nach Frauen eben kommen sie in den Rennen eben noch. Zum Beispiel Motorrad, den Parkplatz für den Motorrad, wie du mit der Lokation hast, ob ich noch kurz beim Hausenken darf unhellen, für an- oder auszulöden, eben wie die Sachen geregelt sind. Voilà, Stellplatz eben noch für Velo und Motoren und eben noch den Preis. Okay, also ihr könnt selbstverständlich mit dem Auto bei euch Haus fahren, ihr könnt da auflöden. Wie gesagt, wenn dir da steht, könnt ihr im Moment kein Lärscht. Die Abride Jardin sind eigentlich gedürt, für das dabei im Haus könnt ihr Wölle aufstellen. Das ist ein einfacher Achse gemacht, für das da wirklich bei den Abride Jardin kommt man ein Pärchen oder so. Oder durch ein Haus gehen, indem du ein Reihenhaus hast. Wir haben wirklich so gedürt, für das so einfach wie möglich zu machen, für eine Wölle schnell rauszukriegen und fortzukommen. An den Parkhäusern ist es so, dass wir verschiedene Motorradboxen haben. Das heißt, so mal 2 Quadratmeter oder wie viel ihr braucht, für ein Motto dort zu parken. Die sind mit Gitter aufgesperrt. Und so eine Einzelbox kann ihn auch einzeln lohnen. Da haben wir den Preis noch nicht festgelegt, weil wenn ein Auto davon war fertig kann, muss der Motto mit billig sein. Ich kann aber noch nicht den genauen Monto dafür so mit sehen. X Boxen, wirklich die zu sind mit einem Schloss zu, dass auch der Vandalismus hoffentlich da nicht kann stattfinden für die Motto. An den zentralen Parkhäuser können geparkt werden. Okay, merci. Ja, zuerst hast du dann eben noch ein bisschen von Parkhaus, der komplett wäre, eben wenn der Besuch käme. Und dann war ich gerne froh, nach wenn ich 25 Jahre an der Gemeinde Kirch gewohnt habe, ob das heute auch noch gültig wäre, also ob das auch noch an den prioritären Kriterien drauf wäre.
also eine spannende Frage. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht alle Artikel zu 150% am Kopf habe. Das muss ich nur ehrlich sagen, wie ich nicht zu 100%. Wir waren in den Lärm, mit der Gemeinde hört, ist immer schon mal sinnvoll, egal wie lange dann hier ist. Und da wird froh nach zum Park ging, also da sind so die Parkplätze Schlüssel, den der Größte von den Parkhäusern definiert wird, als zwei Parkplätze pro E-Familienhaus und anderthalb Parkplätze für ein Appartement, das an die Wand geht. Wir mengen und plus kommen dort so 0,3, das heißt für ein Haus 0,3 Unitäten für Visiteuren. Wir mengen, dass wir absolut genug Parkplätze haben. Aber wenn man sich ummeldet auf der App, da kriegt ihr noch gesucht, ob Platz ist oder nicht. Im schlimmsten Fall müssen sie so in ein zentrales Parkhaus gehen. Da ist auch vielleicht wichtig zu sagen, dass die Parkingen nicht mehr wie 200 oder ich meine, der weitste Platz, das weitste Haus aus 250 Meter, bis du beim Parking bist, weg ist, weil es manchmal eine Distanz ist, wo ich dann einfach mal kann füllen, wie wir das den Tag. Und einfach nicht so weit ist, für bei den Parking zu gehen. Also die Distanzen sind nicht so groß, aber wenn ihr, wie gesagt, den Besuch ummeldet, kriegt ihr gesagt, ob Platz ist. Aber wir sind ganz optimistisch auch, dass das Auto vielleicht in der Zukunft nicht mehr die Rolle spielt, den Haut hört und plus die Carsharing, wenn dann ein 18-jähriger Junge mal ein Auto braucht, muss er nicht direkt kaufen, respektive ihre Partner. Vielleicht könnt ihr mit einem Auto auskommen und dann ist der Carsharing am zentralen Parking, sodass wir ganz optimistisch sind, dass das durchgeht mit dem Parking. Gut, dann ist noch eine Bemerkung gekommen, dass es anscheinend mit der Demand für das Logement nicht ging, weil du brauchst eine genaue Adresse an Hausnummer. Ich meine, die sie auch attribuiert. Das Logement hat das System in dem Sinn geändert, dass es nicht mehr in Akkord de Prinzip gehen, sondern nach Schluss des kompletten Dossiers. Ich meine, dass du da musst einfach auf das Blatt schreiben, Elmen. Weil ihr wisst ja noch nicht, wen Haus da kriegt. Das heißt, ihr müsst einfach allem drauf schreiben. Wichtig ist, dass da ein komplettes Dossier aufgeht mit allen euren Salärsfischen, dass dann in dem Sinn komplett ist. Ich meine, ihr müsst keine komplette Adresse geben, auch schon gut kein Code Postal. Da das zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, weil es just mal geht, ist zu melden für ein Projekt. Schreibt einfach drauf allem und das muss an dem Fall durchgehen. Okay, und dann haben wir auch noch Bemerkungen rakriegt, erster von den Nopren aus dem Domain Hoseknäppchen, die sich erster da Sorge machen, wenn nicht an Parkhäuser wollt vorgehen, ob die dann die andere Seite Parke gingen kommen, ich meine. Da gibt es ja auch ein konkretes Verkehrsreglement, dass du sich am Domain Hoseknäppchen ja auch schon drüber ran dürfen. Also da müsste das Problem sich so lösen. Das wäre eigentlich echt streng froh und dann der Bürgermeister von der Gemeinde Kirlen dann. Also, ich meine einfach mal zu sagen, dass definitiv genug Parkplätze müssten da sein. Und die Leute, boah, ich meine, weil du eh nicht deklariert, dass ein Auto hat, ja, also es sind genug Parkplätze am Lotissement dran und ich meine, dass Leute andere haben, ihr Auto an den Parking zu stellen, weil das dann noch definitiv mehr nur ist. All Parkhäuser ist mehr nur wie in Domain Häuserkäppchen vis-à-vis. Aber wenn es Mist sind, dann muss die Gemeinde eben den Leuten nur helfen, dass sie die Regeln verstehen. Einer, der natürlich nur all Samstag sein Auto will waschen und ganz froh ist, wenn sein Auto innerhalb seiner Kanapé steht, den ist zu allem falsch. Das ist nicht das Lottissement, das für Autoliebhaber gedürt ist. Das ist echt gedürt für Leute, die gerne Lebensqualität haben am Straßenraum und den Auto just als etwas benutzen, was ihnen hilft, weiterzukommen, wie vielleicht nicht ihre beste Freunde ist. Gut, dann noch eine Frage. Kann ich zu zwei Unikanten nicht bestürzt und nicht gepackt ein Appartement kaufen? Und dann eben ein ähnliches, wo eben noch für die Pläne für die Gebäude, wo die zu gesehen sind, ob die schon raus sind. Also ein Koppel ohne Kant kann selbstverständlich ein Appartement kaufen. Mit, da geht doch das Slide, da ganz am Anfang. Keiner viel. Also ein Koppel ohne Kant kann selbstverständlich ein Appartement kaufen. Ein Koppel ohne Kant, nicht bestürzt, nicht gepackt, kann auch ein Haus kaufen.
Da das an einem Projekt mit einer Gemeinde haben wir das express gemacht, weil das wichtig ist, einfach auch der Gemeinde ganz wichtig, für die jungen Leute können heute zu halten. Aber wenn ein junger Koppel ohne Kinder will ein Haus kaufen, dann ist oft noch Potenzial dafür, das Haus auch später zu füllen, sodass das die Intention wäre, für das möglich zu machen. Und das ist kein Problem. Sie können sowohl ein Appartement wie ein Haus kaufen. Ganz am Anfang, die Kette ist noch leer. Du. Den anderen. Ich sehe, da war den als Koppel an. Das ist auch nicht mehr wichtig, ob ich bestört das. Das waren auch Konditionen, die früher bei der Sperren vielleicht wichtig war, bestört. Wenn ein Koppel kauft, also es ist wichtig, dass die zwei zusammen kaufen. Ob die bestört, gepackt oder nicht sind, das ist egal. Als Koppel konsideriere ich mal deux adultes. Da kriegt man noch eine Frage gestellt, ob ich sich für ein Haus an ein Appartement kann ummelden. Das ist wahrscheinlich echt, da dadurch für eine Garantie zu viel Apps zu kriegen. Absolut, die könnt ihr für beides melden. Wir machen nicht eine separate Liste für Häuser, für Appartemente. Wir fangen an mit denen, die zwei Kanner oder mehr haben, die prioritär sind, erfahren dort rein. Aber wenn ihr beides angekreuzt habt, dann hat er die Schwa, wenn er kommt, dann kriegt er gewisse, was noch frei ist, und dann könnt ihr das dezidieren, was er danach zur Verfügung hat. Froh, wenn ihr sich meldet für eben ein Haus oder ein Appartement, wenn ihr ein Bescheid gesucht kriegt, ob ihr eligibel ist oder nicht, das Limit ist ja der 14. Mai. Für den Dossier aufzugehen, wie hast du den Timing? Also da freuen sich auch Geduld. Und sowieso, also es ist ganz wichtig jetzt zu erklären, dass die Dossier, die wir nur kriegen, die halten wir bis an next year, also bis an zweites Semester 2022. Das heißt, wir werden bis dahin keinem aufsuchen, aber wir fahren einfach weiter. Wenn da nicht gerufen geht, sind dann auch nicht im Tour. Aber ihren Dossier wird noch immer Gültigkeit. Das heißt, es kann sein, dass wir euch am Januar nächstes Jahr anrufen, also ein Loa-Serentur. Das war kein schlechter Willen, das war nicht, wenn man nicht wollte, nicht da. Mit, wie wenn an der Vergangenheit kommen 400 Dossier ran, dann holen wir einfach eine Männer, wie sie dem System nur kommen, und wir kontaktieren nicht. Das heißt, gut Geduld, es bringt nichts anzurufen, für nur zu froh, wo da drin sind. Wir können nicht die Informationen nicht suchen oder wollen nicht auch nicht suchen. Die musst einfach wirklich so Geduld tun. Wenn da drei Kanner hat, die sind von Kirlen, dann können da schon da mal raschen, dass da im Sommer von uns sind. Dann haben wir noch frohe Kritik, die eben effektiv ob die Haushaltszusammensetzung nach angehen. Das heißt, da kriegen wir froh, wenn ihn kauft und die Eltern mitplündern, wie du mit der Prioritätskategorie hast, ein Zölibatär mit zwei Kindern eben, ob den auch ein Haus kann kriegen. Und dann, wenn ihn schwanger ist, Zölibatär oder eben Kinderzahl nach kann und Blut gehen, wie das eben aufgewickelt wird. Ich kann sie nicht wiederholen, die zweiten, die dritten. Wenn ihr Großeltern mitbringt, die kann ich selbstverständlich mitbringen. Das ist mehr die Kriterien von den Kanner, die zählt. Das ist eigentlich auch nicht wichtig, ob ich zwei Adulte sind mit Kanner oder ein Adult mit Kanner. Das heißt, das sind so die Kanner, die in dieser Kategorie vorgehen. Das heißt, wenn ich nur lang komme mit zwei Kanner, sind ich ein lang mit zwei Kanner. Da sind ich zwei Kanner. Komme ich mit meiner Frau mit zwei Kanner, sind ich die nämliche Kategorie. Komme ich mit meinen Eltern an einem Kant, bin ich konsideriert wie E-Kant. Als meine Frau schwanger, gilt das Zertifikat der Grossesse als Kant. Das heißt, ja, das Zertifikat ist schon wie ein Kant. Weil dann ist Kant ja du bist Hausfertiges. Gut, froh zu den Preisen, ich meine, die stehen um Sit von 13HBM, ich meine, die auch also gerade beantwortet, die schon am Chat mit dem Link dabei. Und dann haben wir froh zu den Parkplätzen, ob die auch groß genug sind für die Camper. Nein, also Parkplätze sind, ich meine, das 2-10 als Test für durch das Parkhaus zu fahren, weil ein Gang ist größer, als für einen Parking zu fahren.
Wenn der Camper Dave Gülle das mich, meine nicht, dass der Camper geht. Zwei Zeng als Teich vom Park. Ein Kamionett passt dran. Gut, also für den Moment sind effektiv keine Frohe mehr noch kommen. Dann von unserer Seite wäre das dann. Voilà, merci dem Guy Entringer für das viele Explikationen. Ich habe gerade mitgedeelt kriegt, dass wir zu Baal 400 sind. Nicht halb an am Saal, aber 400 da draußen, die gucken. Und das ist ganz viel Freude. Das ist ungefähr das, was wir von der Audienz auch die letzte Woche hatten. Da kriegt man 400 Dossier ran. Ich weiß nicht, ob jeder von denen guckt, auch ein Dossier rausschickt. Das muss man dann gucken. Mit Leschke kommen effektiv 400 Dossier ran für die 55 Unitäten oder 59 Unitäten, die rausgegangen sind. Das gehört dazu, der Matrix sind da 55 am Ganzen. Das war auch ganz viel Information. Madeleine, das Sendung als keine ehemalige Affäre, die geht an der Rediffusion immer gewiesen. Das heißt, wenn der etwas nicht mitgekriegt tut, dann könnt ihr das immer noch gucken. Und denkt vielleicht drin, klickt einfach um Sit von der Resner SPM ran oder auf der Sit von Elmen, dann kriegt ihr all die Informationen oder ruft einfach auch da in der Hunde. Ich meine, die Gehirntringer aus der Kippe, die sind ganz froh, ich rede dann einfach zu stehen über das, was hier zum Verkauf angeboten ist. Mir bleibt euch ein dicke Merci zu sagen, dem Gehirntringer aus der Kippe, ein großes Merci auch meinen von der Kollegin aus dem Chefrot, die noch mit dabei waren. Auch Kollegen aus der Technik, als zwei Damen aus der Kommunikation, als Gemeindesekretär, die nur war, den Fabio von der Technik, an auch den von der Kollegin von der PartyV, die den Oven für die technische Verdrohung zuständig waren. Hinten großen Merci für Ihren technischen Support. Merci ihr Stubausen für Ihren Interesse. Ich strecke euch alle guten Daumen an Denktun, dass nicht viel lässt. Das nicht für die Last, wo wir uns auf dieser Platz gesehen für eine Wand von Losen vier gesehen, als am Prinzip zwei Semester nächstes Jahr, wo wir uns dann auf dieser Platz zu diesem Sujet werden, gesehen. Bis dahin, all Gutes, bleibt gesund.